Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Klemmi war wieder unterwegs, hat das neue Lego Explorer Heft April 23 mitgebracht. Das ist normal mit einem Polybag, und zwar den Hammerhai, der ist auch drin beschrieben, aber die haben ein zweites Polybag dazu gepackt. Und das ist eine Zeitmaschine aus dem Film Time Machine. Finde ich cool. Ich finde es klasse mit zwei Polybags. Daran angelehnt, ja. So, 5,99 Euro kostet das hier in Deutschland. In Österreich 6,50 Euro. In der Schweiz kostet 11,90 an Schweizer Franken. Ui. Ne, weiter lese ich nicht vor, es wird albern. 11,90 in der Schweiz. Heftig. Jetzt bin ich geschockt. Habe ich nie drauf geachtet. Jetzt aus Jux und Gaudi habe ich es mal vorgelesen. Ich bin entsetzt. Ihr habt schon gemerkt, Clemmi ist auch da. Ja. Er ist auch entsetzt. Ist jetzt nicht direkt der Release von dem Heft, sondern ein bisschen später, wie ihr gemerkt habt, wir haben jetzt... Morgen haben wir Juni. Genau. Wahrscheinlich seht ihr das erst im Juni, weil... Ja. Vorher kriege ich es heftig raus. Vorher kriegen wir die Polybags nicht vom Heft weg. Das ist die April-Ausgabe, also. Ja, ist ja auch egal. Die Leute freuen sich trotzdem. Genauso wie ich mich darüber freue. Der schwimmt gar nicht. Fliegt der schon wieder? Nee, Modell, das nicht float. Stimmt nicht. So. Hat sich leider... Kann das sein, dass die Heftqualität besser ist? Soweit ich das gemerkt habe beim Kaufen, ist das jetzt ein anderes Papier. Ja, und es hat irgendwie so eine ganz kleine Ripplung. Wie die Fotos, die... nicht glänzen, also die Matten. Ja. Finde ich cool. Öfter mal was Neues, und solange es sinnvoll ist, ist das für mich auch okay. Ja. Ach, mach du doch das Gerümpel da hinten ab. Das ist gut, wenn man zu zweit ist, ein Video macht, da kann man nämlich zusammenbauen. So, ohne die Polybags sieht das Ding so aus. Achtung, Haie. Da hat einer schon das Polybag aufgerissen. Ich weiß nicht. Ne, das muss ich gewesen sein, wie ich das obere abgemacht habe. So. Tiefsee-Schlüsselbrett. Lifehacks. Ja. So. Jäger in der Tiefe. Haie. Mhm. Cool. Das Inhaltsverzeichnis hat mich natürlich gleich fasziniert. Oh ja, da ist er. Der schöne weiße Hai. Kann einer sagen, was er will? Ein Hai ist ein schönes Tier. Ist ein Säugetier, kein Fisch. Auch wenn man das Ding angeln kann. Das ist wie Schuhe, die im Wasser schwimmen. Die kannst du auch angeln, sind aber keine Fische. So, da könnt ihr dann selber irgendwas malen und dann danach bauen eventuell. Und die Vorschläge hier sind nicht schlecht. So, hier, wo befindet sich der Lebensraum? Cool. So, mehr Modelle. Oh ja, der sieht ja mal geil aus. Für die kleine Stadt ein Kleinleuchtturm. Finde ich super. So, dann haben wir einen Irrgarten. Ja, oder ist das ein Spiel? Hier ist ein Irrgarten. Okay, hier unten ist gleich die Lösung.
Meistermodelle. Auch sehr schöne Modelle hier drin. Ja, sieht gut aus. Ey, Alter, guck dir das an. Heftig. Das zeige ich euch mal. Schaut euch das Ding mal an. Heftig. Habe ich doch gesagt. Ich wollte auch mal heftig sagen. Ist ja schließlich ein Heft. Ja, ne? Ey, super. Fünfjähriger hat das gebaut. Super. Hat eine kleine Stadt gebaut. Das sind so die Fotos, die eingeschickt werden von den Lesern. Sehr junge Leser. Finde ich cool. Rätsel in der Tiefe. Ja, Wolli hat sich an ein Aquarium gebastelt. Clownfisch. Sehr schön. Originalfotos von Fischen. Die Explorer-Hefte werden immer besser. Mission Tiefsee. Herrlich. So, dann hier das Lego-Labor. Das ist in jedem Heft drin. So, aus dem Hai soll man noch das bauen können. Okay. Ein kleines Bootchen. Ich muss sagen, ich stehe hier mit dem Hai ziemlich auf dem Schlauch aktuell. Ach ja. Mit Gefühl bitte. Katzen. Ja, auch Katzen. Ein Löwe ist auch eine Katze. Meeresbewohner. Das müsste ein Wal sein. Auch wenn er nicht die Wahl hat, oder? Ja, ne? Das ist verständlich. Helden der Tiefsee. So, Stein um Stein. Und hier braucht jemand Hilfe. Mann. Was denn? Naja, dass hier Jumper Plates dazwischen sind. Und? Wo keine hingehören. So sieht er fertig aus. Ja, ich hab die Jumper Plates anders. Okay, also die Anleitung wurde für Clemmy mal aktualisiert. So, dann im nächsten Heft. Finde ich auch cool. So ein kleines Segelschiff. Und auf der letzten Seite Challenge Cards. Auch für irgendein Spiel, ne? Naja. Also für das Ding gibt es von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Schon allein, weil zwei Polybags drin sind. Und wenn ich für jedes im Sonderangebot 2,99 bezahle, das ist schon, dann habe ich 5,98 €. Und wenn ich dann sehe, das Ding kostet 5,99 €, also 1 Cent mehr, und bekomme das Heft für diesen 1 Cent dazu, ist das für mich eine 100%ige Kaufempfehlung. Auf jeden Fall. Denn Action Markt hat neuerdings immer wieder mal Polybags im Angebot für 2,99 €. Und die anderen Lebensmittelhändler ziehen nach. Die zweite Jumper Plate. Ich werde dem Schützenhilfe geben, sonst wird es wieder nichts. Ja, brauche ich nicht. Das Heft gibt dir Schützenhilfe. Ich habe nur den einen Punkt umgebracht. Zuerst war mir relativ bewusst. Den kannst du auch packen, vorsichtig oben öffnen.
ich hatte hier normale 1x2er eine unten drunter vermutet und da sind halt Jumper Blades reingekommen. Was ist das hier? Das ist aus dem... Aus der Tüte. Meine Güte, das ist aus der Tüte. Genau. Dann auf ein neues, da gibt es keinen Bauplan. Ich weiß. So viel Zeit muss sein. Auf jeden Fall. Nette beim, wie ich hier oben den Hai abgemacht habe, die Tüte, habe ich das dabei aufgerissen mit dem Kleber. Ich schieb nichts auf andere Leute. Auf gar keinen Fall. Sowas machen wir nicht. Das Bild brauche ich trotzdem. Ich weiß, was ich bauen muss. Es ist kein Polizeifahrzeug. Ausnahmsweise mal nicht. Auch keine Feuerwehr. Die baue ich aus dem FF. Wo wir das Wort Feuerwehr erwähnen, Gruß an Opa Andi. Der macht im Moment ein neues Konzept. Schaut mal bei seinem Kanal vorbei. Und was der da treibt, ist genial. Genial. Ja. Bin so froh, dass der bei uns im Discord ist und seine Modelle immer vorstellt. Das sind für mich Anregungen ohne Ende, weil wir auch sehr viel mit Häusern mocken und so weiter. Und da kann man sich dies und jenes mal da so ein bisschen abgreifen. Spicken. Jawohl. Verratet sie nicht. Nein. Ihm nicht verraten. Nee, was ich bereits durch den Discord Anregungen bekommen habe. Ja, es ist schon heftig. Wirklich toll. Ja. Und ich bin froh, dass wir ihn angelegt haben. Ja. Und er wird langsam immer größer. Wenn einer von euch eine Stadt baut oder irgendetwas, was längerwierig ist, so dass er sagt, ja, ich baue da vielleicht ein halbes Jahr dran und immer wieder will ich ein paar Fortschritte zeigen, tut es bei uns, sagt uns Bescheid und dann bekommt ihr im Discord einen eigenen Kanal, so wie es Opa Andi auch bekommen hat. Ja. Und dann geht das. Wir sind da sehr offen. Wir mögen das. Jolda hat da zum Beispiel diese Datenbank angelegt, dass man die einzelnen Steine identifizieren kann, die Hersteller und so. Zwei Daumen. Für unsere Schildkröte, ne? Ja. Der kniet sich da auch voll rein. Ich find's klasse. Das tun. Hier oben drauf. Jetzt, ich habe mich immer gewundert, wofür man Fass gebrauchen kann. Das braucht man zum Beispiel für eine Zeitmaschine. Ja. Das ist ein sogenanntes Zeitfass. Ah, ein Zeitfass. Ja, wenn man Zeit hat. Kann man da an dem Fass rummachen. Kann man Fass aufmachen. Ich finde die Idee schon allein klasse hier. Mit den wenigen Teilen. Dann muss da hin.
Das wird aber nichts, was du da treibst. Das wird nichts mehr. Der kommt hier rein. Also das hat schon gar nicht so schlecht ausgesehen, was du da gemacht hast mit dem 2x2er. Wo willst du denn hinbasteln nachher? Und jetzt das Ding da hinten drauf gesetzt. Rein und der Stuhl kommt da drauf. Und jetzt haben wir hier eine Zeitmaschine. Ein Teil übrig. Pass. So, dann stell doch mal vor. Genau. Den Hiopai. Ein Hammerhai? Der Hai ist der Hammer. Finde ich gut dargestellt. Ja, das sieht gut aus. Also gut gemacht. Man darf nicht vergessen, das sind Klemmbausteine. Ja. Tolle Idee. Wer so eine Unterwasserwelt macht, hat einen tollen Hai damit. Ja. So, und jetzt hier die Zeitmaschine. Zeitmaschine. Auch nicht schlecht. Das ist auch wirklich gut gemacht, finde ich. Super. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Heft, von den zwei Polybags, die da drin sind und vor allen Dingen von dem Preis. Also ich finde das Ding unschlagbar, den Preis. Ja, also diesen Ring hier vorne habe ich so noch nicht gesehen. Kann ich mir gut vorstellen für große Türen irgendwo an so einem größeren Gebäude, was ein bisschen mächtiger aussehen muss. Für, oder andere Sachen. Und hier oben, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Zum Beispiel für einen Juwelier. Der goldene Ring. Ja. Ja. Das Logo oder sowas. Ja. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare. Von mir gibt es eine 100%ige Kaufempfehlung, hatte ich schon erwähnt. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschö.